Hallo an diesem wunderschönen sonnigen Tag. Wir sind heute in München vor der Tür von Alena Gerber. Sie ist eines der bestgebuchtesten Models in Deutschland und wir versuchen jetzt einfach mal unser Glück. Ja, hallo Alena, hallo. Grüß dich. Wir waren gerade in der Nähe und wollten gern mit dir eine kleine Home-Story spontan drehen. Hast du denn kurz Zeit? Es tut mir total leid, du bist ganz nett, aber ich habe noch nie eine Home-Story gemacht und keine Kamerateams bei mir zu Hause. Oh, das ist schon schade. Na, jetzt sind wir extra hier. Aber mei, wir Easy Writers machen sowas ja öfter und... Ihr seid Easy Writers? Ja. Okay, weißt du was? Ich mache eine Ausnahme. Weil ich großer Easy Writers-Fan bin, dürft ihr reinkommen. Cool, wir freuen uns. Oh, wie schön. Ja, gerade erst eingezogen. War das ein Bürogebäude früher? Das war erst eine Schreinerei und dann war es ein Architektenbüro. Also der hat hier quasi oben gearbeitet und hatte dann unten seinen privaten Bereich und ich habe nur einen privaten Bereich. Sehr schön. Das wäre doch ein gutes Easy Writers Büro. Wow. Wir haben noch ein bisschen Platz übrig. Ja, hier die Schreibtische. Ja. Wunderschön. Und hier ist genau, hier ist die Küche und hier kredenze ich immer schöne vegane Köstlichkeiten. Darum ist auch gerade nicht so aufgeräumt. Ich hatte heute Morgen überlegt, was ich zum Frühstück mache. Es wurde Saft und Knäckebrot. Also und heute war nichts Besonderes auf dem Programm. Also und sehr Apfel. Gesund. Ja. Genau. Aber nicht nur. Schau mal, warte, Moment. Nicht nur hier ist meine Kiste des Grauens, ja, für jeden Mann eine komplette Süßigkeitenkiste. Wirklich mit allem, was das Herz begehrt. Also wir haben gesunde Sachen. Wow. Wir haben super geniales Popcorn, was mir irgendjemand geschickt hat, wer auch immer es war. Wirklich vielen Dank. Cool. Ich weiß es nicht. Kate's Popcorn mit weißem Schoko-Kokos-Geschmack. Oh, das testen wir gleich mal, oder? Ja. Guck mal, ich habe nämlich schon eins offen. Guck mal, ich habe schon fast aufgegessen. Und zwar Marzipan. Probier. Mmh. Und? Die sind richtig gut. Ja. Mhm. Also Kate's Popcorn, das war jetzt mal eine schöne Schleichwerbung für dich. Alle mal testen. Ja, es ist echt gut. Ich nehme auch gleich mal mit. Ja. Mhm. Gute Idee. Ja, erzähl mal, du hast doch so nebenbei auch einen Blog Go Veggie. Mhm. Was postest du da alles? Cool, du bist gut vorbereitet. Na klar, natürlich. Auf Go Veggie poste ich gemeinsam mit zwei Freundinnen vegetarische Gerichte, vegane Gerichte und teilweise sogar auch roh vegane Gerichte, die wir uns selbst ausdenken. Also meistens stehe ich echt in der Küche, das mag ich auch am meisten wirklich. Ich liebe es, in den Kühlschrank zu gehen, nicht zu wissen, was genau drin ist. Darum koche ich unglaublich gerne bei Freundinnen, wo ich wirklich gar nicht weiß, was drin ist. Und mir irgendwas daraus auszudenken. Und ich bin jetzt nicht so der Rezepte-Fan. Also es funktioniert mal, wie bei so einem Bananenbrot sollte man sich schon dran halten. Aber ansonsten liebe ich es wirklich einfach kreativ zu sein und irgendwelche neuen Dinge zu kreieren. Und dann habe ich irgendwann gedacht, mache ich doch eine kleine Seite draus. Weil ich bin immer auf Instagram unterwegs und suche nach Rezepten und dann finde ich tolle Fotos, aber stehen keine Rezepte dabei. Und die Mädchen ködern dich dann und sagen, kauf mein Buch oder überweis mir 20 Euro und du kriegst das Rezept zu meinem Bananenbrot. Und da habe ich gedacht, nein, warum? Das ist doch etwas, was ich meinen Fans zurückgeben kann. Ich mache das einfach so. Und wie läuft es bei dir auf Reisen? Du bist ja viel unterwegs. Mhm. Wie machst du es da mit der gesunden Ernährung? Ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil... wieder allen Vorurteilen ist es bei uns gerade beim Shooting am Set so, man kommt morgens hin und du hast meistens so einen Cateringplatz und da stehen lauter süße Teilchen, es stehen Butterbrezeln da, es stehen Brötchen mit Wurst, es gibt meistens nicht mal ein bisschen Obst und eigentlich nur Süßigkeiten und irgendwie Weißbrot mit Wurst oder so. Und das ist ein bisschen schwierig und von daher bin ich meistens so gerüstet, dass ich so 2-3 Riegel dabei habe für den Notfall. Mittagessen wird dann immer bestellt und dann kann ich mir dann was Veganes aussuchen. Ja. Und im Flieger ist es natürlich schwierig, auf Langstreckenflügen stelle ich vor und ansonsten musst du dich echt gut vorbereiten. Mhm. Aber ich bin jetzt auch nicht so die super gesunde Ernährerin. Also wenn ich Stress habe, ich brauche was zu essen, ich brauche nachmittags irgendwas Süßes, sonst kriege ich ein Loch und werde müde. Und ja, im Hotel oder im Restaurant geht es da dann mit einigen Diskussionen zwar manchmal, so bitte nicht mit Butter, weil dann ist es nicht mehr vegan. Und genau, aber es ist ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich. Und du wurdest ja vor kurzem von der Maxim zur Sexiest Woman Alive gewählt. Wie hast du davon erfahren? Wie war es für dich? Das war total abgefahren, weil ich habe davon gehört, dass ich quasi nominiert bin. Und das war schon so ein kleiner Schock. Also ein positiver Schock, aber ein Schock, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Weil die Vorjahressiegerin war, glaube ich, Jessica Alba. Wow. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das war ich bei der GQ jetzt auch schon mal. Da bin ich dann irgendwie Platz...
keine Ahnung, schieß mich tot geworden. Und mit mehr rechnest du ja auch nicht. Also du hast wirklich Konkurrenz von der ganzen Welt. Und dann natürlich freust du dich einfach nur, in diesem Ranking zu sein. Ja. Und die Redaktion und die Leser, ja, die haben mich dann irgendwie gewählt. Und es war echt witzig, weil die Veranstaltung, die fand in Zürich statt. Und ich wollte schon gar nicht hingehen, weil ich gedacht habe, ja, fährst du dann da hin und gehst als Loser wieder heim und du wirst überhaupt nicht, es bringt ja eigentlich nichts. Du fährst nach Zürich, na gut. Okay, ich hatte liebe Freunde in Zürich, habe es dann doch gemacht, war dann auf dieser Veranstaltung und die haben dann auch schon so ein bisschen gedrängt und sagen, doch, du solltest da sein, du bist so nah, du bist jetzt nicht aus L.A. kommen. Jessica Alba kann es natürlich nicht persönlich hier sein, aber du musst schon kommen. Und dann gedacht, okay, stell dich mal gut, vielleicht springt ja irgendwann eine Fotostrecke raus. Und dann saß ich auf dieser Veranstaltung und ich habe mit meiner Agentin geredet, ich weiß es wie heute, wir haben da so gerade an unserem Säftchen genippt. Und dann sagte der so, ja, und der zweite Platz und der erste Platz, Alena Gerber. Und ich so, und dann habe ich gedacht, haben die jetzt gerade Alena Gerber gesagt? Und habe ich echt gedacht, ich hatte so eine kleine Halluzination, eine akustische Halluzination. Und dann saß ich so da und dann war ich so ein bisschen unsicher und alle Leute gucken mich an. Und ich so, was denn? Und meine Agentin, ja, die haben gesagt, Alena Gerber hat gewonnen, du musst aufstehen. Und ich saß so da, nein, hä? Und dann bin ich so auf die Bühne gedackelt wie so ein Trottel und stand so da und habe gesagt, echt jetzt? Wirklich? Und dann haben sie mir einen Rosenstrauß geschenkt und haben gesagt, ja, und jetzt fliegst du nach L.A. zum großen, keine Ahnung, Maxim-Gewinner-Treffen mit Jessica Alba und diesen ganzen Stars. Und ich stand so da und gedacht, okay, ihr habt einen an der Klatsche, weil ich bin nicht sexiest woman alive, aber dankeschön. Das war cool, ja. Schön. Mhm. Hast du eine Ausgabe da? Ja. Cool, dann schauen wir uns doch mal an. Mhm. Hier ist das Esszimmer. Wunderschön. Mit einer kleinen Bibliothek, die noch ein bisschen leer ist. Ich sehe schon. Schau. Wunderschöne Alina. Toll. Das Shooting war auch cool. Das fand in den Schweizer Bergen statt, allerdings leider im November. Und es war total kalt. Warte mal, ich muss mal suchen, wo die Bilder sind. Ich weiß gar nicht. Hier. Das war total kalt. Und wir hatten natürlich diese Badesachen hier an. Oder ich. Und es hat geregnet und es hat gestürmt und wir haben dann immer diese Momente genutzt, in denen es mal kurz nicht geregnet hat und der Wind war so heftig. Wow, das ist wunderschön. Ja, das war dann die letzte Einstellung, wo ich gesagt habe, Leute, bitte, ich bin echt hart im Nehmen, aber so kalt, können wir ein Foto drin machen, bitte. Das ist richtig schön. Und das war echt übel, weil ich war pitschepatsche nass und der Wind kam. Mhm. Und naja. Ja, aber allein wegen dem Fotoshooting hat sich der Titel doch schon gelohnt, oder? Ja. Finde ich auch. Ja. Toll. Jetzt bist du ja schon 25 eigentlich erst, wenn man bedenkt, was du schon alles gemacht hast. Du warst ja auch, glaube ich, mal in Mailand unterwegs, hast in den USA kurz gewohnt, hast eine Schauspiel- und Ballettausbildung. Was waren jetzt für dich in deinem Leben bisher so die Highlights, die großen Meilensteine? Was ziemlich cool war, ich war einige Jahre mit meinem ersten Freund zusammen, also wir waren gleich viele Jahre zusammen, meine Jugendliebe. Und nach der Trennung, da wollte ich was Verrücktes machen. Ich bin immer so ein Typ, ich wollte einfach weg und dann bin ich in den Flieger gestiegen und bin nach Thailand gegangen, da war ich vorher einmal. Und das fand ich so cool, dann bin ich einfach nach Thailand gegangen und war da einige Zeit und habe dann dort gemodelt und es war auch wirklich eine schöne Zeit und es war eigentlich verrückt, weil es ist keine Modelstadt. Und das ist jetzt nicht so der Ort, an dem du denkst, wenn du sagst, ich steige jetzt in den Flieger und hau einfach mal ab und zieh irgendwo hin. Aber ich liebe die Asiaten und ich mag ihre Mentalität und ich liebe das Essen und diese Freundlichkeit. Und das war total schön. Ich habe mich echt zu Hause gefühlt. Wiederum gar nicht zu Hause gefühlt habe ich mich in Mailand, was ja eine totale Modelstadt ist. Aber da bin ich jedes Mal, ich mache es auch immer wieder, aber ich mache es garantiert nicht nochmal für 4-5 Monate. Und jedes Mal sitze ich dann abends in meinem Zimmer und denke so, okay, ich habe jetzt keine Lust, mit meinen Kolleginnen in irgendwelche Clubs zu gehen, weil ich trinke keinen Alkohol und ich bin eher so von der wirklich ruhigen Sorte. Ich bin eine kleine Spießerin. Und ich bist du hier in München richtig, oder? Ja, ich bin in München total richtig. Oh Gott, ich sollte wieder nach Bangkok. Nee, und ich sitze dann immer echt in Mailand in diesem Model-Apartment mit 5 aufgewühlten 15-jährigen Russinnen um mich herum, die sagen so, yeah, where's the next party, what are we gonna do now? So da und ich denke so, ich würde gerne einen Film streamen und eine Pizza bestellen und darum, dort komme ich nicht so richtig an. Also so Thailand war ein cooles Highlight oder natürlich der ein oder andere Job. Ich hatte schöne Jobs mit Tieren, was für mich persönlich immer so das Nonplusultra ist. Einmal für Microsoft mit Tierschutz eigentlich. Ja, für Microsoft mit ganz vielen kleinen Babyhäschen und da war wirklich das ganze Studio voll mit Babyhäschen. Einmal durfte ich einen Helikopter fliegen in L.A., das war sehr schön. Also der Job bringt schon tolle Möglichkeiten mit sich. Wolltest du das schon immer machen oder bist du da irgendwie so hineingerutscht und was war so die Motivation dafür?
beantworte ich dir sehr gerne, aber wollen wir wieder rübergehen? Sehr gerne. Du kannst auch gerne deine Jacke ausziehen und. Danke. Mach dich gerne. Heute ist so warm bei mir. Schöner, wunderschöner, sonniger Tag. Ne? Ja, voll schön. Schönes Wetter mitgebracht. Mhm. Ja, lustigerweise, also meine Eltern sind aus der Modebranche. Mhm. Mein Vater hat Pepe Jeans und Levis nach Deutschland gebracht, damals aus Italien. Meine Mutter hatte Boutiquen und eine Modeagentur. Und es war bei uns so ein bisschen verpönt. Also Models waren schöne Frauen, aber nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Und es war bei uns wirklich, so bin ich schon aufgewachsen. Also wir waren immer am Wochenende bei meinem Papa im Showroom und dann waren da immer diese schönen, großen Mädchen. Und die waren wirklich, es war bei uns wie so ein unausgesprochenes Geheimnis. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen verpönter Beruf tatsächlich in meiner Familie gewesen. Echt witzig, weil sie haben alles Mögliche gemacht, um an die Jobs zu kommen. Und sie haben meistens nichts Richtiges gelernt und haben dann mit 25 irgendwie nichts mehr zum Arbeiten gehabt. Und von daher hat mich der Beruf wirklich nie so richtig interessiert. Und dann wurde ich 12 und habe so einen Motorradfetisch entwickelt. Total verrückt. Aus dem Nichts, weil meine Eltern fahren kein Motorrad. Niemand um mich herum fuhr Motorrad. Und dann saß ich in meinem Auto und habe immer die Motorräder gezählt, die so an uns vorbeigezischt sind. Und ich habe gesagt, Mama, ich möchte, wenn ich 16 bin, unbedingt einen Führerschein machen. Und dann sagt sie, ich glaube, du spinnst ein bisschen, du machst auf keinen Fall einen Führerschein. Und dann noch Motorrad, Kind. Und dann noch Motorrad. Und dann sagt sie, nee, das kriegst du garantiert nicht von uns finanziert. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Mit beim Babysitten, was ich so nebenbei gemacht hatte und mit meinem Zeitung austragen, dann müsste ich das die nächsten 30 Jahre machen. Der geht nicht so auf, der Plan, dass ich in 4 Jahren mir eine Rennmaschine leisten kann. Und dann habe ich gedacht, dir hat doch mal eine Agentin in Stuttgart auf der Königstraße dieses Kärtchen zugesteckt. Von meiner allerersten kleinen Agentur in Stuttgart, wirklich. Jetzt nicht gerade die Modemetropole. Und die hatte ich damals in meiner Tasche, weil es mich nicht interessiert hat. Und dann habe ich gedacht, so, weißt du was, da rufst du es mal an. Guckst du doch mal, du weißt doch, Models sind zumindest gut bezahlt. Und dann bin ich da einfach eigenständig, ohne meinen Eltern zu erzählen, bin ich dann doch dahin marschiert und habe gesagt, ja, ich war jetzt ein bisschen spät, das ist vor einem Jahr schon gewesen, aber hier bin ich würde jetzt doch gerne modeln, weil ich brauche Geld. Und dann die so, Fräulein, das ist ja schön, dass du hier endlich mal aufkreuzt, aber deine Haare, du hast blonde Haare mit braunen Strähnchen, du hast lange Fingernägel, du hast viel zu viel Lipgloss drauf, du bist zu braun, jetzt werde du erstmal ein bisschen natürlicher und dann können wir uns nochmal unterhalten. Das dauert ungefähr ein halbes Jahr, bis du das alles ausgeglichen hast. Die war super streng. Dann hat sie aber so Probefotos gemacht, um zu checken, ob ich fotogen bin. Und 2 Tage später hat sie mich angerufen und hat gesagt, ja, wir wissen es ja selber nicht, aber hier war ein Kunde, Sportcheck, und der hat diese Polaroids gesehen und die würden dich jetzt komischerweise direkt buchen, auch mit deinen billigen braunen Strähnchen. Und ich so, okay, wie viel Geld? Machen wir mal. Und so ging das dann los. Und ich habe das dann echt erstmal nicht mal meinen Eltern erzählen wollen, weil es mir so peinlich war. Und irgendwann habe ich das dann gemacht und die haben mir dann gemerkt, ich mache es mit dem nötigen Abstand, also mit der nötigen Ironie zu diesem Job und mache trotzdem meine Schule brav weiter. Und dann, ja, dann habe ich das so angefangen, aber echt nur als Mittel zum Zweck, weil ich Kohle fürs Motorrad wollte. Und dann ging es so weiter mit den Jahren und für mich war klar, Motorrad hatte ich, für mich war klar, irgendwann werde ich Jura studieren. Das war für mich klar, schon immer. Ich wollte Juristin werden. In welche Richtung? Scheidungsanwältin. Ich habe gemerkt, wie viel Kohle man damit machen kann. Also ich immer und das Geld, aber ich bin normalerweise nicht materialistisch. Ne? Das klingt jetzt so. Und ja, dann habe ich nach der Scheidung meiner Eltern, oh Gott, ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, gesehen, was passiert. Jetzt sind wir eh schon bei dir zu Hause. Ja. Wenn du dich scheiden lässt, wie fies es eigentlich ist, was passiert, wenn du dich quasi auf den Mann verlässt. Ne? Papa weg, Mama muss aus dem Haus ausziehen, nicht gut. Verlass dich auf gar niemanden. Verlass dich nicht mal auf deine eigenen Eltern, mach alles alleine. Und darum habe ich gesagt, ich verdiene mein Geld fürs Studium alleine. Ich will niemanden auf der Tasche liegen, nicht meinen Eltern, nicht niemanden. Und darum habe ich gesagt, weißt du was, ich nehme jetzt mal ein Jahr in München, ich model jetzt hauptberuflich und sammle einfach nur Geld für mein Studium. Und dann bin ich nach München gezogen, wollte wirklich, es war für mich klar, es gab diesen Gedanken gar nicht, dass ich als Model versacke. Ja, habe das gemacht und es lief gut und ich kam irgendwann zur Moderation, kam in die Redaktion und hatte meine ersten Rollen und so ging das alles weiter und es war überhaupt nicht geplant und ich war die Letzte, die gesagt hätte, ich werde irgendwann mal hauptberuflich als Model arbeiten und das mache ich schon seit 8 Jahren, um Gottes Willen. 8 Jahre hauptberuflich, 7 Jahre, 8 Jahre, ja. Und jetzt sitzen wir hier. Ja, wunderschön, oder? Ja. Und was war jetzt so in der Zeit, egal ob Model oder TV-Business, was waren so deine Top 3 Highlights? Was waren so die geilsten Jobs, die du machen durftest? Also der geilste Job der Welt, auch wenn es kein Job ist, ist ja wohl gerade mit dir auf der Couch zu sitzen und für Easy Writers ein Interview geben zu dürfen. Übrigens, wenn man das geschafft hat, hat man wirklich den Höhepunkt seiner Karriere erreicht. Ja. Um Gottes Willen, ich muss gleich alle meine Leute aus meiner Familie anrufen und sagen, Mama, weißt du, wer vor meiner Tür stand? Sabine von Easy Writers.
Nein, also das ist natürlich auf jeden Fall mindestens Nummer 1, wenn nicht Nummer 1 mit Sternchen. Nummer 2 war, ich war mal in Rumänien und habe mich um Straßenhunde gekümmert, für 4 Pfoten, von denen bin ich Schirmherrin. Und wir sind nach Rumänien geflogen und haben Straßenhunde kastriert, weil wenn sie kastriert sind, dürfen sie nicht getötet werden. Dort gibt es nämlich ein Tötungsgesetz für jeden streunenden Hund, der nicht kastriert ist. Es gibt 50 Euro pro Nase. Und darum wird natürlich leider Gottes jeder XY wird dort zum Mörder. Und das ist ein ganz, weil die Geld brauchen. Nicht mal, weil sie böse sind, sondern doch auch, weil sie böse sind. Aber weil sie Geld brauchen. Mhm. Und darum gibt es dieses Gesetz. Und wir haben dann einfach wirklich mit Autos Hunde eingesammelt. Und haben die kastriert und haben die wieder in die Wildnis gelassen. Und das war wirklich schön. Wir sind da echt 3 Tage durch den plärrenden Regen gefahren und haben diese Hunde dann in diesen kleinen mobilen Tierkliniken kastriert. Und ich durfte mit kastrieren. Und ja, das war ein wahnsinniges Erlebnis. Total schlimm auf der einen Seite und auf der anderen Seite toll, weil du weißt, du rettest Tieren das Leben. Und das sind so die Dinge, die mir schon am meisten Spaß machen. Mhm. Und ja, Nummer. Da gibt es ja auch Videos dazu, ne? Also ihr seht schon, Alena ist nicht nur eine erfolgreiche Frau, sondern hat auch echt ein gutes Herz. Schaut mal auf ihrer Facebook-Seite, da gibt es ein tolles Zusammenfassungsvideo. Danke sehr. Ja, da sieht man mich auch total verheult, weil mittendrin habe ich so anfangen müssen zu weinen. Da lag dann dieses kleine Haschel vor mir und ich habe das so 2 Stunden schon gemacht. Und plötzlich hat es mich so bekommen, da lag dieser wehrlose, kleine, betäubte Hund. Und es war eigentlich das Gleiche, was ich ja auch vorher schon gemacht hatte, aber Ich musste so anfangen zu weinen. Der Gedanke war dann so, Gott, was ist, wenn die Leute nicht wissen, dass er kastriert ist? Vielleicht gucken die nicht und die töten die Hunde ja trotzdem. Und dann überkam ich alles so und ich habe so geweint. Und naja, schönes Video trotzdem mit einer verheulten Alena. Aber was ist denn der dritte Job, der mir so Spaß gemacht hat? Das muss man überlegen. Das ist wirklich schwierig, sich da auf einen Job zu beschränken. Also zum Beispiel ziemlich cool war, ich habe einen Werbespot gedreht für VW. Auf Gran Canaria und musste Kitesurfen. Also ich hatte natürlich für die anspruchsvollen Stunts eine tolle Stuntfrau, die mich da gedoubelt hat. Aber es war wirklich cool. Auch wenn ich mit einer Lungenentzündung rausging, weil Gran Canaria im Januar ist nicht so spaßig und ziemlich windig. Und ich immer wieder pitsche-patsche nass. Ich hab's mit dem Wasser und dem Wind. Aber es war sehr cool. Und ach so, was mir total viel Spaß macht, aber einfach nur, weil das Team so süß ist, ist Annie. Ich bin Annie, das Gesicht von Annie. Und dieser Nagellack ist erstens wirklich cool. Also ich stehe total hinter dem Produkt. Aber es macht, ich auch. Ja, super, ne? Nagellack. Hält bombastisch. Ja. Und das Team ist einfach so süß. Also ich komme dorthin und es ist wie eine Familie. Und ich die buchen mich immer wieder, wofür ich sehr dankbar bin. Und es macht einfach total viel Spaß. Also ich stehe morgens schon auf und freue mich, zur Arbeit zu gehen. Schön, das ist toll. Jetzt wurde ja schon lange spekuliert, dass du in die USA zum Arbeiten ziehst. Hm. Wurde immer wieder verschoben. Jetzt ist es endlich soweit. Erzähl mal, was erwartet dich? Oh Gott, was mich erwartet, und das ist das Verrückte, weiß ich einfach nicht. Also meine Agentur ist in New York und in L.A. Und meine Wohnung wird in L.A. sein, weil ich mich dort einfach wieder ein bisschen wohler fühle als in New York. New York ist mir zu sehr Mailand, zu trubelig, zu sehr 15-jährige Russinnen, die mit mir Partys feiern wollen. Und in L.A. werde ich dann eine eigene kleine Wohnung haben, werde versuchen, meine Freundin nachzukriegen und gleichzeitig mein veganes Projekt ein bisschen voranzutreiben, aber hauptsächlich eben dort als Model zu arbeiten. Und ja, das klappt ganz gut. Also ich war schon öfter in den USA, aber nie habe ich dort fest gelebt. Und das ist jetzt diesmal echt ein Sprung ins kalte Wasser. Aber ich liebe die Stadt und ich liebe die Amerikaner. Ich liebe das amerikanische Essen und ja, es wird cool. Hollywood, wirst du auch ein bisschen wieder in die Filmrichtung gehen? Also ich spekuliere jetzt nicht darauf, dass ich dort als Schauspielerin irgendwie eine Rolle an Land ziehe. Das ist auch gar nicht mein Steckenpferdchen und ich bin da wirklich total realistisch. Also Schuster bleibt bei deinen Leisten und ich mache dann meine Modeljobs und wenn es zufällig ein Casting gibt, dann hüpfe ich halt mal vor die Kamera und plapper drauf los. Wir können es ja mal probieren, aber ja, also im Grunde genommen ganz klassisches Modeln. Wir drücken dir die Daumen. Danke. Und es war uns eine große Ehre, hier die erste Home-Story bei dir drehen zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Danke dir auch. Das ist sehr, sehr sympathisch. Und wir wünschen dir alles Gute. Danke. Euch auch. Und immer schön Easy Writers gucken. Genau. Lesen alles. Weil Easy Writers sind top.